Spielen wir weiter Memory. Da war der Stern, der war hier hinten. Und das da. Cool. Ah, ich kann auch die Strömungsröhren betreten. Cool. Gut zu wissen. Yay, it's a scrolling level again. But with donuts. Oh no. Hilfe. Cool. Ja, das war schon dumm. Aber hey, dafür kann ich jetzt zum Pilzhaus gehen. Neuer Froschanzug. Cool. Führt mich das Boot da unten auch eigentlich nur wieder zu einem Secret? So und so. Und weg mit dir. Diesmal gehe ich dann nicht runter. Ich habe einfach mein Geld. Jetzt gehe ich runter. So viel dazu. Abkürzung und Secret. Junge! So dumm Koopas überall. Jetzt mal warte ich einen Moment. Nur Secret, aber es lohnt sich. Das ist ja gut. Also ich habe mich da gerade schon, ehrlich gesagt, tot gesehen an dem Moment. Aber ey, wir haben wieder ein paar Leben bekommen. Dann gehen wir einmal da unten lang und hämmern das auf und gucken jetzt einfach mal. Ja, doch, das lohnt sich. Nice. Ja, fast. Ja, fast. Wunderschön. Nimmst immer nur die Mitte, du Langweiler. Ja. Das ist guter Stuff in der Mitte. Okay, probieren wir das nochmal. Das Timing kriegt noch nicht so hin. So. Dann weiter zu Welt 7. Wollt ihr die Sachen kotzen? Wenn ja, dann kotzt mich bitte nicht an. Aber die verfolgen mich einfach nur. Ah, jetzt kotzen die. Yikes. Dieser random Speed einfach manchmal, ne? Ich will das gar nicht. Warte mal kurz, bis der... Als ob der mir genau auf den Kopf fällt, ne? Ich hatte die Hoffnung, dass er einfach an mir vorbeihüpft.
Was mir gerade so auffällt, die Level haben keine Checkpoints, ne? Ich dachte, jetzt kommt er einfach runter, aber nein, er muss erstmal den Spike aus seinem Mund ziehen. Ja, die sind auch wirklich kurz genug, da brauchen wir wahrscheinlich wirklich keine Checkpoints, aber... Fiel mir nur gerade so auf. Wahrscheinlich ist hier... Ja, ist hier schon Ende. Die sind wirklich echt kurz. So im Vergleich zu Mario Bros. 1 oder 2. Oh Gott. Wieder ein Wasserlevel. Ich habe meinen Froschanzug mitgenommen. Kann ich gleich für den zweiten Versuch mitnehmen. Oder wir first tryen das einfach wieder. Oh Gott. Wie kommt man da gut durch? Hier kann ich einfach durchlaufen. Nein, oh Gott. Yay, yeah, it's Boom Boom again. Ist es Flying Boom Boom? Ja, es ist Flying Boom Boom. Aber irgendwie... Der konnte ja gar nichts. Die Dinge heißen Bulaken. Besser als Buletten. Jetzt? Nein. Zu lahm wieder. Ich bin auch eher Team Frikadelle. So, wie viele Münzen musste ich jetzt hier in 3.8 nochmal sammeln? Wir fangen bei 31 an. Oh cool, ich habe ihn getötet. Mein... Ich weiß nicht, irgendwie war das gerade witzig. So, oh, ich habe ihn getötet und er so, think twice. I'm here, eating you. Irgendwie habe ich ihn jetzt von rechts erwartet und dann kam er plötzlich von links und hat mich einfach weggesnackt. Der kann sich auch nicht entscheiden, von welcher Seite er kommen möchte. Nein. So. Schade. Nicht getroffen. Ui. Jetzt immer so weit nach hinten fliege, dass das Level immer wieder nach rüber scrollt. Ist auch nervig. Ausgewichen ist was. So blöd, den Block zu treffen. Bei wie viel habe ich jetzt angefangen? Ich habe schon wieder vergessen. Das waren wahrscheinlich 10 Münzen einfach. Standardmäßig. Oh cool. Warte mal an hier oben. Wenn ich nicht ständig von dieser dummen Liane abrutschen würde. Ich warte dann mal einen Moment, ne? Wie bin ich da nicht gestorben, was? Das war dumm.
Das war dumm. So, wir haben bei 77 jetzt angefangen. Und tschüss, mein Herz. Herz? Ein Pilz. Das sind sogar 11 Münzen. Ich stelle mich so dumm an, Mann, einfach. Wir haben schon wieder fast alle unsere Leben verloren. Diesmal warten wir einfach mal ein bisschen mehr. Oh Gott. Ich dachte, ich könnte davon abspringen. Ja. Irgendwie spiele ich gerade richtig Kacke. Und dieser Fisch macht es leider nicht besser. Was? Warum ist das Licht gerade kurz ausgegangen? War das meine Lampe? Oder war es auch deine? Hä? Das habe ich gerade ultra irritiert, dass aber random das Licht ausgegangen ist. Hä? Ja. Strom ist da. Okay, wie random. Das waren die Bulaken. Schau mal nach, ob die Wände grünen Schleim absondern. Ich hoffe nicht. Schon wieder dumm erwischt. Geht. Und immerhin. Fast alle erwischt. Ja, und tschüss. Nee, da muss ich auch mehr warten. Ich glaube aber, ich fahre besser, wenn ich mir den Pilz nicht hole. Kann ich nämlich den ersten Part hier einfach komplett skippen. Muss dann nicht extra noch warten. Und kann hier direkt weiter. Oh cool, die haben ihn gekillt. Ich töte mich eh instant, eben. Ob ich jetzt einen Pilz habe oder nicht, ist auch egal. Oh. Wenn ich groß bin, kann ich da springen, wenn ich klein bin, nicht.
Heißt dann also hier einmal hoch und warten. So, und hier warte ich jetzt, bis es gleich wieder runter geht. Um an die ganzen Sachen dran zu kommen. Oh, das nehme ich liebend gerne mit. Ist hier irgendwo noch irgendwas? Da könnte ich die eine Münze noch holen. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Ich habe nämlich jetzt nicht mehr mitgezählt, wie viele Münzen ich jetzt geholt habe. Aber wahrscheinlich eh nicht genug. Oh, doch. War doch genug. Flip over any two cards. Ja. Oh, nee, Moment, da ist ja noch was. Hello. You found my shop of strange and wonderful things. Oh, cool. Ein P-Flügel. Also wenn ich jetzt eine bestimmte Menge an Münzen sammle, kam eben dieser Shop of Strange and Wonderful Things. Dafür war das da. Da könnte ich auch sicher unten durch. Oh, das ist ein... Erstmal wieder schön Leben sammeln. Hier im Untergrund ganz nach links gehen. Okay, schauen wir mal. Ob uns Woggles Tipp ins Glück oder ins Verderben stürzen wird. Ich wollte es dann auch schon wissen und ich glaube, es war eh... War es knapp? Vielleicht war sogar die eine Münze entscheidend, die wir da bekommen haben. Ich habe nicht mitgezählt. Nee, das war wieder ungeduldig. So, hier wäre jetzt ganz nach links. Ich hätte vielleicht nach rechts abbiegen sollen, um mir das Ding da oben zu holen. Nun. Kann ich das nochmal versuchen? Wenn ich nochmal nach links schwimme? Probieren wir es mal aus. So. Yay, ich habe einen Froschanzug bekommen. Das wäre cool, wenn man damit angreifen könnte. Aber ansonsten ist es zumindest eine echt angenehme Bewegung unter Wasser. Nur mit dem Laufen habe ich es dann einfach nicht mehr. An Land ist er ein bisschen kacke. Das Geräusch ist aber super. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change him back. Oh. So, ihr dürft mal raten, wie lange wir den Froschanzug behalten werden. Ich glaube nicht lange.
Kann ich eigentlich höher springen mit dem Froschanzug? Oder ist das eigentlich alles wie immer? Na, schade. Ja, okay. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Alles gut. Hat mir das überhaupt irgendwas, das zu tun? Nein. Ich gehe einfach weiter. Ich meine, wenn du den Boss damit schaffst, gibt es einen Special Dialog. Geil. It's Wendy! Please go away, Wendy! Oh. Oh no. Was ist da oben überhaupt noch für ein Pilzhaus, was ich nicht geholt habe? Ist das Schloss einfach irgendwo ganz woanders? Oh, ich bin mit dem Boot nicht ganz durchgefahren. Heißt das, ich hätte mit dem Boot auch einfach direkt zum Schloss fahren können? So in der Theorie. Achso, da ist kein Steg zum Anlegen. Der hat mich nie im Leben getroffen. I call Hex. Lass mich rein. Als ob sie den Kringel genau dahin schießt, wo ich gerade hinspringen wollte. Mädel. Not like this. So, dann gehe ich jetzt erstmal gucken, wo ich mit dem Boot noch alles hin kann. Jo, dann nehmen wir das auch noch mit. Pick a box. The middle one. It's a leaf. So leave now. Vielleicht nehmen wir uns diesmal nochmal ein Item mit. Ich hab so ein paar Feuerblumen. Nehmen wir ein paar davon mit. Mal gucken, wie lange die überleben. Nö. Das Doofe ist leider, ich kann keine Kanonenkugeln mit Feuerbällen abschießen. Schade. Was? Okay. Da habe ich mich jetzt eigentlich schon getroffen gesehen, aber dann halt nicht. Nehme ich auch. Falls zu viel... Ah, nee, das ist... Ich finde, das ist noch okay. Weil es sind ja eh nur so kleine Secrets und so, die du da weitergibst. Sachen, an die ich wahrscheinlich so normalerweise vorbeigelaufen wäre. Von daher ist okay. So, Wendy. Irgendwie dachte ich, du wärst schon down. Please don't make me down. Ah, als ob. Vor allem hat mein Feuerball einfach nichts gebracht. Ich habe sie, glaube ich, 3-4 Mal getroffen. Aber ich musste sie trotzdem 3 Mal anspringen. Wofür habe ich die Feuerbälle überhaupt ausgepackt? Da guckt man einmal kurz auf den Chat und wird erstmal direkt beworfen. Frech. Das ist ein Pilz.
wahrscheinlich auch nur getroffen, weil das Schiff so ein bisschen hoch oder runter gegangen ist und dadurch ich genau in Schussreichweite war. Super.